Ja, fahre da die letzten Meter mit meinem alten Citroën Berlingo mit dem Che Guevara hinten auf der Scheibe. Vielleicht kann ich ja den noch loslösen. Er wird sofort heiß. Temperatur steigt und steigt. Aber bis aufs Blumenfeld raus reicht es noch. Zwar ich vorhin in der Genossenschaft Koppigen und die Temperatur steht schon sehr hoch. Aber ich hoffe, dass ich bis Ende Woche den neuen Citroën Berlingo abholen kann. Da. Ein Blick in den Fahrzeugausweis. Das Berlingo. Hat Jahrgang 2000. Also hat er 20 Jahre geschafft. Gut gemacht. Hast du gut gemacht, Berlingo. 20 Jahre, Daumen hoch für Citroën Berlingo. 1360 Kubik, 55 Kilowatt. Ja, der neue hat dann 2000 Kubik und 66 Kilowatt. Erst in Verkehrssetzung. Hier wurde er geprüft. Oder ja, 78. Da, das letzte Mal geprüft. Ölstandkontrolle. Da sieht man schlecht. Ist gut, noch einmal rein. Ist bis oben voll. Beim 311er. Einen Blumen gebe ich immer den Landor Spezial. NPK 6824, Magnesium, Schwefel, 15% Schwefel, 0,1 Bor. Und dieser Dünger ist chlorfrei. Hier wird dann wieder Sonnenblumen gesät. Citroën Berlingo gefüllt. Praktisches Auto. Nicht so gross und gleichwohl viel Ladefläche. Ich liebe den. Ja, die Liebe geht jetzt dann zu Ende. So, sind wir fertig. Jetzt haben wir ziemlich viel gesät. Gepflanzt, also Gladiolen, zwei Beete und circa 4, 5, 6, 7 Beete Sonnenblumen gesät. Ja, die Numa und der Hose wünschen euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ja, ja, ganz gut, ganz gut. Ja, 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 gut, die Numa. Yeah.